Sicherheit! Mein Fett wird sich bei mir, der Kollege mit der Glatze jetzt zurückkommt. Ja, der Sascha. Ja, genau. Wir hatten um 20.28 Uhr die Meldung erhalten, dass es mehrere Schüsse an der Charlottenstraße gegeben hat. Vor Ort hat man einen Schwerverletzten gefunden, der dann ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann, ein 32-jähriger Deutscher, ist zwischenzeitlich leider an seinen Verletzungen verstorben. Ja, zum Motiv oder Hintergründen, Tathintergründen können wir zurzeit noch nicht sagen. Da müssen wir auch das Ergebnis der Ermittlungen abwarten.